Hallo meine guten Freunde und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Ja, und zwar, wieso anderes Video? Weil ich bin heute nicht alleine. Stell dich mal bitte vor, wer immer du auch bist. Servus Leute, ich bin DDR Nova, DDR auch bekannt als Nova. Jawohl, ja. Warum ist Nova heute bei mir im Video? Das hat folgenden Grund. Nova kann leider aus technischen Gründen das Tech-Video, was ich vor circa, ich schätze jetzt mal einen Monat ungefähr, hochgeladen habe, nicht beantworten. Von daher machen wir es bei mir heute im Rahmen eines kleinen Interviews. Nova, du bist hoffentlich bereit dazu. Natürlich. Jo, dann würde ich sagen, ich lese die Fragen vor, Nova beantwortet sie soweit wie es geht und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, ja. So, Frage Nummer 1. Für welche Eissorte würdest du selbst eine Stunde an der Eisdiele warten, Nova? Also ich bin ja ein sehr ruhiges Kind schon immer gewesen. Ich mag das so. das war jetzt geschauspielert, oder? Nein. Also ich mag eigentlich so diese einfachen Sachen. Ich mag gerne Zitroneneis und so. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von außergewöhnlichen Zeugs. Wenn, dann vielleicht auch sowas Fruchtiges. Aber ich würde generell gar nicht an einer Eisdiele eine Stunde lang anstellen. Ja das gut. Naja, im Sommer lässt sich das nicht vermeiden, aber das gehört nun mal nicht zum Thema. Vorlage Nummer 2. Mit welchem Getränk fängt bei dir die Stimmung an? Bitte komm nicht mit Bratmaxe. Komm bitte nicht mit Bratmaxe, den Witz hab ich schon gebracht. Alkoholisches Getränk? Denke ich ja mal. Ich hab ja auch. Ich trinke gar nicht so sehr viel Alkohol, aber was sich gut wegkippen lässt, ist Desperados. Desperados. Wenn ich jetzt da eins da hätte, hätte ich gleich eins aufgemacht, aber naja. Was soll's? Frage Nummer 3. Bei welchem Essen kannst du nicht aufhören zu essen? Spaghetti. Ganz einfach. Spaghetti. SpaghettiOs mit Schoki oder... Ja, mit Spaghetti mit Schoki, genau. Sehr lecker. Bolognese. Wahrscheinlich, ne? Oder allgemein. Ja, eigentlich eher so dieser ganz Billigoli-Schrott. Ach, diese Tomaten. Einmal wegkipp-Soßen da. Ja. Keine Ahnung, warum ich das mag. Ja, warum nicht? Welches Obst überlebt noch nicht mal eine Stunde in deiner Obstschale? Welches Obst liebst du? Bananen und Birnen. Bananen und Birnen, okay. Was ist... Kommt, das ging ja relativ schnell. Meine Fresse. Frage Nummer 5. Was ist dein persönliches Must-Have-Gemüse? Must-Have-Gemüse. Tomaten. Sind saftig. Ich liebe Tomaten. Der muss jetzt sein. Ja, Tomaten sind auch richtig episch, ja. Lecker Nudeln, welche Nudelsorte besucht am meisten deinen Kochtopf? Ich glaube, die Frage hast du indirekt schon beantwortet. Spaghetti und Spirelli auch. Oh ja, genau. So, Frage Nummer 7. Romantisch essen gehen, für welches Nationalitätenrestaurant würdest du dich entscheiden? Auch wenn es nicht unbedingt romantisch sein muss. Italienisch oder vietnamesische Küche? Vietnamesisch, okay. Ich meine, relativ exotisch und alles, aber wem schmeckt? Wobei, ich sage ja selber, ich gehe selber Sushi essen, aber heute geht's ja nicht um mich. Das hat ja nichts mit Sushi zu tun, eher mit Nudeln und viel mit Hähnchenfleisch und so. Ja, Gemüse ja, auch viel. Ja, die ist eine sehr, sehr frische, leckere Küche. Nur zu empfehlen. Wasser! Okay, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ich muss mir jetzt das Lachen verkneifen. Nochmal. Wasser. Magst du es eher spritzig oder ruhig? Ich hab mein Wasser lieber mit Kohlensäure. Spritzig, okay. Ja. Ich hab's gern spritzig. It's coffee time. Wofür würdest du dich am liebsten entscheiden? Bei was? Kaffee. Ach so, ob nur mit Zucker, mit Milch und so? Ja, allgemein Kaffeesorten. Ich meine, es gibt ja zigtausend Sorten. Es gibt Latte Macchiato, es gibt entkoffiniert, es gibt milden Kaffee, es gibt Magenkaffee. Ja, es gibt sowas. Leute, merkt euch das.
Ja, wenn ich nicht gerade einen Cappuccino trinke, dann einfach ganz normalen Kaffee und mit viel Zucker und viel Milch. Richtig ein Pussy-Kaffee. Wer bist du nochmal, Nanako? Der musste jetzt einfach sein, die Referenz, sorry. Okay. Und wenn es Tea Time wäre, welche Sorte ist bei dir der absolute Renner? Earl Grey. Earl Grey, okay. So, was macht dich beim Essen aus, deine Essgewohnheiten? Ich esse schnell und viel. Okay, definiere schnell und viel. Döner, also Döner komplett mit scharfer Soße brauche ich in zwischen 5 und 7 Minuten. Okay, Wahnsinn. Nom nom, sage ich dazu nur. Mhm. So, und Frage Nummer 12. Magst du es morgens eher süß oder doch eher herzhaft? Eher herzhaft. Ein schickes Mettbrötchen mit Zwiebel und Schnittlauch ist schon gut. Oh, Schinkenwurst oder Leberwurst oder Erdbeerkäse. Sowas in der Art. Nur mit einem Tee hinten dran. Okay. Ich meine, das war jetzt Absicht, aber ja, ich weiß, ihr kennt die Referenz. Hoffentlich. Ja. Die Intelligenz ist Deutschlands. Ja. Nadine the Brain, Leute. Nadine the Brain. Wie isst du zu Abend? Was ist ein absolutes Muss? Ich würde sagen, es gibt kein Muss. Alles kann, nichts muss. Manchmal esse ich auch gar nicht zu Abend. Und wenn ich richtig Hunger habe, dann esse ich auch Sachen, die eher als mehrere Mahlzeiten hintereinander durchgehen könnten. Ich esse vielleicht auch nochmal warm oder mache mir einfach Sandwiches oder esse Eis oder Süßzeug, Colafläschchen, alles Mögliche. Was so gerade reinkommt in die Hand und in den Mund. Was du in deine Griffe bekommst quasi. Genau, ich esse alles, was keinen Führerschein hat. Keine Lust zu kochen, was bestellst du dir am liebsten in einer Pizzeria? Pizzabrötchen mit Knoblauchbutter oder eine Thunfischpizza. Also quasi alles, was das Küssen fernhält. Ja. Bei dem Date dann, was wir bei der Frage 7 gehabt haben. Ha! Okay. Aber das heißt ja auch wenn es nicht unbedingt romantisch sein muss. Naja. Ich habe ja in letzter Zeit nicht so sehr viele Dates, von daher. Geht doch nicht. Aber das ist eine andere Geschichte, Leute. Frage Nummer 15. Was bestellst du bei McDonald's oder Burger King? Ich gehe ausschließlich nach McDonald's, wenn überhaupt, und dann bestelle ich mir ein Mac-Menü, entweder mit 9er Nuggets oder mit einem Big Mac, und dann noch, wenn ich gehe, ja, dann hole ich mir noch mal so 3-4 Chicken Burger und dann ist auch gut. 3-4 gleich allen? Ja, dann auf dem Weg nach Hause. Auf dem Heimweg dann noch, wenn der kleine Hunger kommt. Ja, genau. Mann, ey, Wahnsinn. Okay. Deine Nerven sind angespannt. Sind sie angespannt? Nein. Wie wär's trotzdem mit Schokolade, aber welche ist deine Lieblingssorte? Ich esse eigentlich gar keine Schokolade und wenn überhaupt, dann weiße Schokolade und zwar so die mit Luft, also diese weiße Luft. Diese Luflé-Schokolade da, so ähnlich, diese Aero. Ja. Ansonsten, was gar nicht mir in die Tüte kommt, ist zartbitter. Das kann ich absolut auf den Tod nicht leiden. Ja, den einen mögen's ja nicht. Süßigkeiten nehmen doch einfach alle. Welche stehen bei dir ganz oben auf der Beliebtheitsliste? Schlümpfe. Diese weichen Gummischlümpfe, die es ja jetzt auch wieder gibt. Diese Plompenzieher da, die den Zähnen kleben bleiben. Ja. Boah, die sind geil. Also ich weiß nicht, wenn ich sowas esse, dann bin ich doch eher Fan von traditionell Oldschool mit Goldbärchen oder saure Glühwürmchen. Ich esse eigentlich alles. Naja gut, egal wie fettig, welche Pommes-Sorte verfällt du auf den ersten Blick? Die Pommes von Mecke sind eigentlich am besten. So voll billig, aber die schmecken gut. Was ich gar nicht ab kann, sind diese ganz dicken belgischen Pommes. Belgischen Pommes? Ja, die belgischen Pommes, die sind so dick wie ein Daumen und Diese ganz breiten da, diese, ja. Wo du für eine Packung quasi
Ein Euro oder so zahlt's Minimum. Ja, den mag ich nicht. Nee. Ja gut. So, Nova, weißt du was? Jo. Wir sind schon bei der letzten Frage. Oha. Was ist dein Lieblings- und welches dein Hassgewürz? Boah. Ja, Lieblingsgewürz. Ganz traditionell Pfeffer, Salz. Ich sag ja, ich bin einfach. Und Hassgewürz, es gibt eigentlich gar kein Hassgewürz. Wenn es als Gewürz gelten würde, Zimt. Ja, Zimt ja, ist ein Gewürz. Sagen wir mal, dass es ein Gewürz ist, aber bei mir kommt Zimt in nichts anderes rein als in den Milchreis. Jo, da habt ihr es gehört, Leute. Zimt ist für Nova Gift, also lasst es lieber. Wenn ihr ihnen eine Freude machen wollt, gebt ihnen kein Zimt. Okay. Knoblauch. So, Nova, das war's dann eigentlich auch schon. Ich bedanke mich schon mal für die Zeit, die du aufgeopfert hast. Ich gebe dir jetzt noch eine Möglichkeit. Du kannst jetzt halt Leute mit den gleichen Fragen taggen. Willst du das? Hat mir jemand einen Freck angetan, dass er das verdient? Nein. Es waren ja nur Sachen übers Essen und es, mir würde jetzt spontan niemand einfallen, von dem ich das wissen wollen würde. Okay. Ich meine, wenn ihr Lust habt, darauf zu antworten, schreibt, macht einfach ein Video, postet das als Videoantwort unter mir. Ich werde es mir angucken und sogar kommentieren. Und ja, ich bin gespannt, was euer Hass- und Lieblingsgehörz ist. Ja, dann würde ich sagen, das war's jetzt eigentlich auch schon mit dem kleinen Interview. Ich bedanke mich nochmal bei Nova, dass er sich die Zeit genommen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Also dann, macht's es gut. Ciao.